Arthur John Evans, Archäologe, 1875, Herzberger Landstraße 13. Arthur Evans. Sir Arthur John Evans, geboren am 8. Juli 1851 in Nash Mills, Herefordshire, gestorben am 11. Juli 1941 in Yulbury, Oxfordshire, war ein britischer Archäologe. Evans gilt als Entdecker der minoischen Kultur. Bekannt wurde er vor allem durch die Ausgrabung und Erforschung des minoischen Palastes von Knossos zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Kreta. Leben und Wirken. Sir Arthur John Evans war der Sohn des renommierten britischen Archäologen John Evans und dessen Frau Harriet Ann, einer Tochter des Erfinders John Dickinson. Er heiratete die Tochter des Historikers Edward Freeman und wurde 1884 Direktor des Ashmolean Museum in Oxford. Begeistert von der Entdeckung Trojas durch Heinrich Schliemann und inspiriert von Arthur Milchhöfers Theorie einer bronzezeitlichen Hochkultur, reiste er nach Kreta und kaufte das Grundstück, auf dem sich seiner Meinung nach die Ruinen von Knossos befanden. Die eigentliche Entdeckung sowie die ersten kleinen Ausgrabungen sind jedoch dem Kreter Minos Kalokairinos zuzuschreiben. Am 23. März 1900 begann Evans mit den Ausgrabungen und heuerte dazu 30, später 100 Arbeiter auf eigene Kosten an. Die Männer legten einen prunkvollen Palast mit zahlreichen Fresken frei, den Evans dem mythischen König Minos zuschrieb. Teile der Ruinen ließ Evans später zu Gebäuden rekonstruieren, also durch Anfügungen in die Gestalt bringen, die er für die ursprüngliche hielt, was schon damals viel Kritik hervorrief und aus heutiger Sicht für Archäologen undenkbar wäre. Fundstücke aus Knossos ließ Evans 1903 in London ausstellen und erntete dafür Ruhm und Anerkennung. Im Jahr 1911 schlug ihn der britische König George zum Ritter. Bis 1935 leitete Evans die Ausgrabungen auf Kreta. Im selben Jahr schloss er sein sechsteiliges wissenschaftliches Werk über seine Entdeckungen ab, The Palace of Minos. 1936 folgte noch ein Indexband von Joan Evans. Er starb 1941, kurz nach seinem 90. Geburtstag. Weitere Ehrungen. Evans wurde 1901 als Mitglied Fellow in die Royal Society aufgenommen, die ihm 1936 die Copley-Medaille verlieh. 1970 wurde ein Krater auf der Mondrückseite nach Evans benannt.